Ja, Rios Room. Da knatscht vor lauter Freude mein Schreibtischstuhl. Und damit dann auch willkommen zurück bei Shenmue, meine Lieben. Wir stehen hier noch nett am Bettchen rum, wo wir zuletzt gespeichert hatten. Ich hatte zwar eine Resume-File auch gesetzt, dachte mir aber, warum soll ich die nehmen, wo wir ja eh hier direkt gespeichert hatten. Wir waren zuletzt auf der Suche nach dem, ganz genau, nach dem Tattoo-Parlor, also nach dem Tätowierer. Weil wir immer noch auf der Suche nach diesem ominösen Charlie sind. Dann würde ich sagen, halten wir uns jetzt auch gar nicht hier lange auf. Wir müssen ja eh in die Stadt. I should be grateful. Ah, natürlich. Das bisschen Taschengeld von Inisan nehmen wir natürlich gerne. So, dann wollen wir mal. Ach ja, die Ladezeiten. Ein Ladebildschirm, damit wir 2 Meter laufen können und danach einen Ladebildschirm sehen. Das ist total toll. Ist schon irgendwie schlau programmiert. Habe ich im Übrigen auch noch nie so ganz verstanden, wo sie doch auf der einen Seite schließlich auch das ganze, die ganze Stadt da irgendwie in den Speicher geballert kriegen. Warum schaffen sie es dann nicht, das ganze Grundstück inklusive dem Haus da reinzuballern? Also warum muss das getrennt sein? Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ich muss ja auch nicht immer alles verstehen. Ach ja, wo ich die Katze gerade sehe. Da machen wir natürlich mal einen kleinen Abstecher. Ich renne jetzt mal ein bisschen rum, ne? Weil wir wollen ja in eine Stadt kommen und da hoffentlich mal endlich den Charlie finden. Aber wir gucken natürlich mal, wie es dem Kätzchen hier geht. Ach ja, die Kleine ist auch wieder da. Bisher mussten wir ja noch nicht füttern oder so, aber irgendwann sollte das mal passieren. Reden wir mal einmal mit der Kleinen hier erstmal. Hi, Megumi. Hi, Adele. Na, wie geht's dir so? Ach was. Mimi. It's a real cute name. Oh Mann, der klang ja sehr begeistert jetzt. Na, wie geht's der kleinen Katze so? Doesn't that feel good? Ach Gott, wie süß. Ja gut, da habe ich jetzt aber nicht die Option zum Füttern. Ich probiere es aber mal aus. Was haben wir denn? Wir haben Milch, trockenen Fisch viermal und den Thunfisch. Ich weiß gar nicht, ob die Milch geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der am Zeus da geht. Ach, guck mal. Da haben wir jetzt unten auch die A-Taste. Also scheint es, glaube ich, zu gehen. Ja, diesmal You geht's. hungry? Here. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great! Thank you, dear. Das klingt doch super. Sehr schön. Ja, wir kümmern uns hier drum. Unser kleines Outdoor-Haustier. So, aber damit spurte ich dann mal direkt weiter. Auch wenn es natürlich noch sehr früh ist. Jetzt haben wir gerade mal kurz nach 9 im Spiel. Aber andererseits, jetzt frage ich mich sowieso gerade wieder, können wir dann da überhaupt gleich schon was finden? Oder müssen wir wieder einen halben Tag warten, bis die ganzen Biker auftauchen? Wir sollen ja die ganzen Biker fragen. So, einmal da lang, einmal da um die Ecke und einmal da um die Ecke. Also wenn das etwas hakelig für euch aussieht, wie ich hier teilweise rumlaufe, keine Sorge, es ist auch so hakelig. Ich muss da immer wieder erwähnen, auch wenn die Dreamcast natürlich einen wunderbaren Analogstick hat, aber dieses Spiel spielt man mit dem Steuerkreuz. Eine super Entscheidung, fühlt sich absolut organisch und geschmeidig an. Wow. Hi. Kann ich mit dir reden? Offensichtlich nicht. Okay. So, ja, ich könnte, nur dass ich es gesagt habe, eigentlich mehr oder weniger direkt halbwegs sogar zu diesem Tätowierer hingehen, weil ich das noch einigermaßen im Kopf habe, wo der wäre. Aber wir haben ja noch nicht den entscheidenden Hinweis und den würde ich ganz gerne eigentlich finden. Also würde ich sagen, wir können ja mal noch ein bisschen rumlaufen. Ja, hilfreich ist natürlich, dass jetzt alle möglichen Läden hier noch zu haben, ne? Hehe. Das ist natürlich ganz großartig. Naja. Gut, das kann man jetzt nicht ändern. Aber jedenfalls, ich laufe mal noch ein bisschen hin und her. Guck mal, ob wir da irgendwen finden, der uns so den einen entscheidenden Hinweis gibt. Falls ja, cool. Falls nein, dann ist das halt so. Kann ich hier reingehen eigentlich? Ach cool, hier kann ich reingehen. Guten Tag. Excuse me. What is it? Do you know where a tattoo parlor is?
A tattoo parlor? Ja. Die weiß das bestimmt. Verdammt. Ask someone else. I'll do that. Was? Er hat nicht AIC gesagt. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Shenmue, ich bin enttäuscht von dir. Ändere doch nicht einfach die Dialoge. Vielleicht weiß der ja was. Na, wie gesagt, also ich könnte da jetzt hin, aber... Hey, yo! Zumindest mal ein bisschen noch rumfragen. You aren't getting a tattoo? No, of course not. I'm just looking for someone. Hm. I see. If that's so, then I suppose it's okay. Tja. Aber wirklich geholfen hat mir das jetzt noch nicht. Where's the tattoo parlor? I don't know. Ach so, super. When I was young and stupid, I wanted to get a tattoo to show off. But my girlfriend stopped me. She's my wife now. Ja, man sollte vielleicht auch so ein bisschen eins im Hinterkopf behalten, was, glaube ich, viele wissen, aber nicht jeder, dass gerade in der Kultur hier ein Tattoo ja auch nicht unbedingt nur so aus modischen Zwecken gedacht ist, sondern eben sehr, sehr viel wirklich mit Mafia in Verbindung gebracht ist. Muss man ja mal dazu sagen, ne? Weil da ist es dann gesellschaftlich so, hast du da ein Tattoo, gerade zu der Zeit. Mittlerweile scheint dieses... Sure. What is it? Sag mal, Stigma ein bisschen weg zu sein, aber... I'm looking for a shop. Do you know if there's a tattoo parlor around here? Na, weiß der was? Tattoo? You mean a real tattoo? Ja, ja. Ein echtes. Nah, I don't know of any. Ach, verdammt. I see. Hey, Rio, what do you want with a place like that? Oh, I'm just looking for someone. Is that so? Well, now, you just be careful. Here? I'm sure a place like that... wouldn't be a safe place to visit. Ja, ja. Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Das ist halt einfach wirklich kulturell so ein bisschen verschrien dementsprechend, weil das eben so mit Yakuza und sowas immer in Verbindung kam hier. Naja, gut. Gucken wir mal aber mal noch rum. Ich weiß gar nicht, kann ich hier eigentlich hier unten wieder zu der Kneipe nochmal hingehen? Ich guck mal. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich eh nichts groß sein. Ich bezweifle auch, dass ich hier reinkomme überhaupt. Ach ne, hat eh zu. Ach, ab 19 Uhr. Nee, nee, nee. Dann ist eh egal. Dann bringt uns das gar nichts. Ja, nichts bringt das. Wartet mal. Moment. Jetzt muss ich mir eine Sache nochmal eben kurz angucken. Halt, dreh dich mal bitte um. Einerseits, was ist da dran? Nein, ach, der läuft dann sofort herunter. Mist. Ich würde mir gerne die Bilder da mal angucken. Weil das finde ich gerade witzig. Da muss ich mal eine kleine Anekdote zu anmerken. Achtung, jetzt kommt der Nerd wieder durch. Ich habe Virtua Fighter 3 TB, müsste für Tournament Battle stehen. Jedenfalls war das einer der Starttitel auch für die Dreamcast. Habe ich die japanische Fassung allerdings mir irgendwann mal organisiert. Simpel gesagt, es ist auf der Dreamcast kein großes Problem, Importe zum Laufen zu kriegen. Ähnlich wie es auch beim GameCube geht, gibt es da so ein Disk, womit man halt Importe einfach auf so ziemlich jeder Dreamcast, egal welche Länderversion, ne, so ziemlich jedes Spiel laufen lassen kann. Jedenfalls bei dieser japanischen Version ist noch eine zweite Disk dabei, bei Virtua Fighter, die einfach nur betitelt ist mit Project Berkeley. Und das finde ich gerade nett. Ich wüsste echt gerne mal, ob das im Zusammenhang steht. Weil Project Berkeley war nämlich lange der Projektname von Shenmue. Also in irgendeiner Art und Weise. Das war ja, ich habe es ja irgendwann, glaube ich, schon mal erwähnt. Ursprünglich war es mal so als so ein Virtua Fighter Rollenspiel sozusagen geplant, irgendwie sowas. Wurde dann allerdings ein wenig, ne, abgeändert eben zu dem, was es dann letzten Endes wurde. Aber es war auch gar nicht für die Dreamcast ursprünglich geplant, sondern für eine andere Konsole, nämlich für den Saturn. Und auf dieser einen Bonus-Disc, die ich habe, ist halt natürlich komplett japanisch, Interviews und sonst was. Es gibt aber auch ein paar Szenen zu sehen von dieser eben ursprünglichen Shenmue-Fassung. Und das unter anderem auf dem Saturn halt noch. Das wüsste ich jetzt glatt mal gern. Also ich möchte mal stark vermuten, dass mit Sicherheit dieser Name Berkeley da an der Wand nicht nur so dasteht, sondern wahrscheinlich so als kleines Easter Egg sozusagen eingebaut ist, ne? Weil sie da ja ursprünglich eben mal was geplant hatten. Tja, es hat aber trotzdem hier noch alles zu. Das sind jetzt alles nette Anekdoten, bringen uns aber hier nicht weiter. Ich würde jetzt sagen, ich kann einfach mal die Variante machen, was ich gerade schon sagte.
dass ich nämlich tatsächlich einfach mal jetzt dahin gehe, wo ich hin muss. Weil ich weiß ehrlich gesagt tatsächlich gerade nicht genau, wen müsste ich jetzt fragen, dass wir hier weiterkommen. Und bevor ich jetzt hier aber noch 3 Videos abliefere, wo ich nur verwirrt durch die Gegend laufe, weil ich es wirklich nicht genau weiß, nehmt ihr mir das, glaube ich, nicht übel, einfach weil wir dann auch in der Story mal ein bisschen weiterkommen. Und insofern gehen wir mal ganz elegant den Weg dahin. Das wird nämlich sowieso noch ein bisschen dauern. Was passiert denn jetzt gerade? Das ist interessant. Meine Dreamcast startet neu. Okay. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich muss dazu anmerken, ich habe gerade eine Aufnahme schon verworfen, weil meine Dreamcast das jetzt zum 3. Mal gerade macht. Das finde ich natürlich irgendwie nicht so ganz geil. Aber gut, ja. Das könnte ich jetzt natürlich rausschneiden, ne? Kann ich aber auch lassen. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Das sind nämlich mal eben so 10 Minuten Spiel, die jetzt für Nüsse sind. Egal. Gut, dann geht's gleich ein bisschen schneller. Ja, das möchten wir laden. Gehen wir mal eben den Weg schnell dahin wieder, würde ich sagen. Da trinke ich mal gerade kurz einen Schluck nebenbei. So, wir stehen immer noch am Bett. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass sie gleich nicht nochmal neu startet. Wenn sie das tut, werde ich sonst tatsächlich hier erstmal kurz eine kleine Pause machen. Mal ein bisschen gucken müssen, woran das Problem liegt, weil dass meine Dreamcast einfach mal so neu startet, ist nicht ganz gewöhnlich. Nicht, dass ich da irgendwo einen Wackelkontakt drin habe im Kabel oder sonst was. Das wäre ein bisschen unschön. Zumal wir ja gerade Shenmue jetzt ein Spiel, wo man nicht alle 2 Minuten speichert. Ne? Im Gegenteil, wir müssen eigentlich immer hier ins Haus, um da dann vernünftig zu speichern. Das ist natürlich etwas unschön. Sonst wird nämlich das Vorwärtskommen in diesem Spiel hier auch ein bisschen zur Geduldsprobe, würde ich sagen. Und vor allen Dingen auch zur reinen Glückssache. Nicht so schön. Und beim 24-Stunden-Rennen hält sie ja schließlich auch eben 24 Stunden durch, sogar ein bisschen länger. Also sollte sie doch mit ein bisschen Shenmue eigentlich klarkommen. Naja, gut. Wird aber, wenn tatsächlich hardwareseitig was sein, egal. Schrotte ich sie jedenfalls nicht, sonst würde sie gerade nicht funktionieren. So, ich kürze das hier mal ein bisschen ab. Wir füttern mal direkt die Katze, weil wir sind ja so ein guter Mensch. Hep. Want some food? Oh, sagt er mal was anderes aber hier. She's eating. She must have been very hungry. Yeah, and she looks real happy. Thank you, dear. Ach was. Ja, das ist doch süß. Na, guck mal, dann sind aber die Dialoge auch nicht mal ganz vorgeschrieben. Ist doch auch schön. Hi, Megumi. Hi, ja, hallo. Ich habe gerade mit dir geredet, aber ja, hallo. I named the kitty. Lass mich raten. Her Mimi? Mimi. Ne. It's cute, isn't it? Uh-huh. It's a real cute name. Na gut. So, während Megumi sich noch freut, gehen wir aber mal schnell weiter. Weil das kennen wir ja schon. Jetzt renne ich auf jeden Fall aber einmal durch. Und dann werde ich das, wie gesagt, auch gleich machen. Da kommt jetzt ein Hund entgegen, okay. Dann werde ich das aber halt gleich so machen, dass ich dann, direkt dahin gehe, wo ich ja gerade auf dem Weg hin war. Bis die Konsole entschloss? Nö, blöd. So ist das halt. Launische Konsolen, meine Lieben. Kann ich euch auch nur hartnäckig empfehlen. Alles Charakter-Hardware hier bei mir. Nö, ich habe keinen Bock, ich lasse das. Mag ich total. So, warum habe ich jetzt gerade so einen Durst? Ich bin doch hier am Aufnehmen. Was soll denn sowas? Auf geht's nochmal nach Dobuita. Ist aber auch schön, ne? Konsole macht Scheiße. Eigentlich ist alles gerade doof und ich quatsche einfach drüber und wir machen das halt normal. Ist mir auch egal. So, dann wollen wir mal spurten. Wenn es jetzt ganz doof läuft, müssen wir sowieso dann gleich nochmal warten, weil wir den ganzen Tag Zeit totschlagen müssen. Das wird total super. So, geht mir alle aus dem Weg. Ich habe einen Job zu erledigen. Und das hoffentlich ohne Neustarten. Ja, da will ich gerne mal hoch. Oh, wow. Man kann die Treppen sogar hochrennen. Geil. Tja, da haben wir nämlich das hier.
Der macht was? Um 14 Uhr auf? Wollte mich veralbern? Ernsthaft? Ist aber auch gar kein normales Firmenschild sozusagen, ne? Das seht ihr ja schon, der fokussiert hier gar nicht. So, schön versteckt. So, gucken wir mal. It's closed. Tja, it's closed. Lustigerweise notierte sich dazu auch noch nichts. Das heißt, dann dürfen wir jetzt bis 14 Uhr warten. Hoffentlich schmiert die Konsole nicht nochmal bis dahin ab. Das wäre sehr unschön. Machen wir denn jetzt mal Feines in der Zeit? Ich trinke jetzt erstmal eine Cola. Der arme Rio hat ja bestimmt auch Durst. Und ein bisschen Kleingeld haben wir ja auch. Nehmen wir mal die da. Eine echte Jet Cola. Sehr schön. Ich mag, dass er sich auch immer neben den Automaten stellt. Und natürlich der Gesichtsausdruck gleich wieder. Ja, das männlichste Getränk der Welt, eindeutig. Ah, good. Na, Blick auf die Dose. Auch nicht zu gewinnen, schade. Manchmal sind ja welche Gewinnerdosen, wo man dann sich auch Lose verziehen kann. Tja, dann haben wir jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, die wir totschlagen müssen. Das ist natürlich toll. Gehen wir ein bisschen shoppen. Dann mag ich es wenigstens halbwegs sinnig hier verbringen, die Zeit. Schauen wir mal, ob da was machbar ist. Im Tomato Convenience Store. Wir können ja noch ein bisschen Musik oder so kaufen. Ach, da ist der Kollege mal da. Okay. Sagen wir mal da. Hip the Hop. Klingt schon super. Heartbeats. Like a Feeling oder Feel Tired Song. Ne, Feel Tired Song, dann gehe ich sonst gleich schlafen. Ich nehme mal hier Hip the Hop, kaufe ich jetzt. Ist auch ein geiles Logo. Das Logo sieht aus, als wäre das aus hier, wie heißt das gleich, Jet Set Radio. Ja, kaufen wir mal. Hey man, this. Ja, guten Tag. Für 300, nehme ich. Wie bei Jeopardy hier, einmal Musik für 300. Draw a ticket. Na, haben wir diesmal Glück? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. I won. Oh. Take your pick, man. Was ist denn Nummer 4? Ach, dann kann ich davon was suchen. Ach, guck mal, hier, schön. Kann ich... Na, ich kann die Kamera leider nicht rumschwenken, schade. Hätte ich euch gerne jetzt ein bisschen gezeigt. Aber da seht ihr es schon da oben. Da drüber ist jetzt ein bisschen Musik, was man gewinnen kann. Das ist Preisreihe 3. Und auf 2 darüber gibt es tatsächlich hier Spiele, nämlich für unseren Saturn. An dem wir zu Hause da im Schrank stehen haben. Oh, was wollen wir denn? Rare Capsule Toys, Super Sonic, Metal Sonic Hot Dog Truck, Rare Capsule BB Ultra, was auch immer das sein mag. Gute Frage. Komm, ich nehme jetzt hier den Super Sonic. Gib mir den da. Okay, this one. Das ist cool. Sehr schön. Ach, schade. Den guckt er sich aber gar nicht direkt an. Das wäre jetzt noch cool Thanks, gewesen. Man. Ja, immer gerne. Kaufen wir noch irgendwas? Komm, wir nehmen noch eins, dann kriegen wir noch mal so ein Dingens. Ne, Chips will ich nicht. Ah, Heartbeats. Ne, komm, ich kaufe Like a Feeling. Klingt super. Auch 300 nehme ich an. Ja. Na gut, nehmen wir das mal. Hey, man. This. Ja, sehr schön. Draw a ticket, please. Draw a ticket. Ach nee, please sagt er ja nicht, das sagt ja nur sie. Die ist viel freundlicher, ich will die andere haben. Der ist doof. No prize. Ach Mann. Bummer. Better luck next time. Ja, echt Mann. Ich hätte aber gerne was gewonnen. Scheiße. Ach, da gibt's ja hier die Preise da zum Angucken. Da, können wir mal gucken. Ja, da oben seht ihr es auch. Platz 1 sind irgendwelche coolen Musikanlagen da. Aber 2 wird mir schon reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es müsste, glaube ich, Space Harrier und Outrun sein. Das rechte ist auf jeden Fall Outrun. Und ich meine, das linke ist Space Harrier. Das ist ja das, was man hier auch in der, ne, in der kleinen Arcade-Halle zocken kann. Na gut, ja, dann gehen wir aber erstmal wieder raus in den Regen.
Ja, die Dreamcast hält sich noch tapfer. Hoffentlich bleibt das so. Alles andere wäre jetzt sehr ätzend. Ja, was mache ich denn jetzt mal Gutes hier? Schön ist im Übrigen auch aber zu sehen, dass wirklich jeder hier so ein bisschen seinen Tagesablauf hat, ne? Das mag ich... Ups. Das mag ich tatsächlich sehr. Ja, dass morgens die Leute einkaufen gehen, dass die Läden aufmachen. Die Leute gehen auch zu den Läden hin und machen die dann auf, also... Da steckt schon sehr viel Liebe zum Detail drin, muss ich sagen. Das ist so eine Sache, die mir in manchen Spielen noch recht abgeht, die dann so einen auf, ich sag mal, so Pseudorealismus machen. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen arg viel Anspruch von mir, gebe ich ja zu. Aber ich finde es halt ganz schön, wenn solche Sachen einfach auch funktionieren, ne? Wie sie es eben hier machen. Dass sie das hier wirklich mit dieser Authentizität einfach machen, dass hier wirklich die Leute selber ankommen, ihre Läden aufmachen und sowas. Kann ich ein bisschen trainieren gerade? Geht das? Ach, das geht? Ja, das ist doch super. Guck mal dann. Ja, das ist perfekt. Komm, dann können wir die Zeit nämlich ein bisschen sinnvoll totschlagen hier. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Machen wir jetzt einfach mal stundenlang, weil wir haben eh bis 14 Uhr Zeit. Und während ich einfach Wildknöpfchen drücke, kann ich ja ein bisschen hier rumquatschen noch. Ne, das sind so Sachen, ich weiß noch, dass das hier bei Fable zum Beispiel auch so ein Ding war. Wo ich das erste Fable gespielt habe, war ich sehr fasziniert davon, dass wirklich die Leute, jeder so seinen Rhythmus hat, wann er aus dem Laden rausgeht, zum Beispiel die Besitzer, dass irgendwer rumläuft hier mit den Laternen und sowas. Finde ich unglaublich toll, wenn solche Sachen wirklich so, ja, es ist halt so Liebe zum Detail, ne? Und ich denke, man kann schon sagen, dass das gerade zu der Zeit, wo Shenmue auch rauskam, so um 2000 rum, war das absolut nicht Standard, dass sowas passierte. Und gerade deshalb ist das eine Sache, die ich einfach sehr schätze an dem Spiel, dass es sowas trotzdem gemacht hat. Aha, was für das, wenn ich nach oben gehe? Die Kamera ist manchmal so ein bisschen... Merkt ihr, glaube ich, auch, ne? Ja, jetzt geht es nämlich darum. Da muss man aber immer so ein bisschen überlegen, wann ist der passende Winkel gekommen, dass man in die andere Richtung drücken muss, um einen Befehl zu triggern. That's enough. Nee, wir sind noch nicht fertig hier, mein Lieber. Wir haben nämlich noch 3 Stunden Zeit. Da weißt du Bescheid. Achso, ich kann... Ja, genau, ich kann ja direkt weitermachen, ne? Ich möchte auf jeden Fall den Move ein bisschen stärker haben. Aber auch den. Wir haben ein paar gute Sachen auch noch gar nicht gelernt. Also da werden wir so ein paar müssen wir noch lernen. Ich könnte auch da mal schauen gleich, sonst... ich habe noch so eine vage Ahnung davon, dass es in ein, zwei Läden auch noch Moves zu finden gab. Ja, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, ich hatte ja am Anfang im Haus... Direkt im ersten Video habe ich ja so ein, zwei Schriftrollen gefunden, wo ich sagte, die sind natürlich cool, weil das halt neue Moves sind, die man dann auch lernt. Und kann man das eigentlich auch verbessern? Das mit den Ausweichen weiß ich gar nicht. Da bin ich tatsächlich überfragt. Das scheint aber nicht gleichzeitig zu gehen, oder? Okay, doch, das scheint gleichzeitig zu gehen mit den Ausweichdingen. Na gut, aber wenn ich ausweichen und Griff mache, das sehe ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe ja keinen Sparring-Partner hier gerade. Komm, lassen wir das mal gerade für den Moment sein. Muss ich aber auch mal rausfinden, wann da vielleicht der Moment gekommen ist, dass ich das machen kann. Ach, guck mal, schön. Dann habe ich schon fast auf Moderate. Das ist doch sehr schön. Das wird uns auf jeden Fall eine Menge bringen, spätestens wenn da die nächsten Kämpfe anstehen. Und glaub mir, es werden noch genug Kämpfe kommen. Ich glaube, dieser kleine blaue Bereich ist das, was da drauf gekommen ist. Jetzt bin mir aber nicht ganz sicher. Fist Knuckle ist... Rückwärts? Rückwärts X? Okay. Und ist der? Nee. Ich muss aber beide gleichzeitig drücken, sicher richtig, ne? Ja, genau. Huch. Da geht er einfach aus dem Menü raus. Was soll das denn? Ich war doch noch am Gucken gerade. Ja, jedenfalls, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jetzt muss ich halt mal einmal kurz ein bisschen rumlaufen. Aber irgendwo gab es so einen Laden, wo man eigentlich Antiquitäten sozusagen kaufen kann. Aber da liegen eben ein, zwei von diesen antiquierten Schriftrollen sozusagen rum.
Der war aber weiter vorne, bin ich mir sehr sicher. Was war denn da? Travel Agency war es auf jeden Fall nicht. Das war irgend so ein Antiquitätenladen. Suchen wir den mal einfach gerade. Weil das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Ist das hier? Das ist zu. Okay. Water Dragon brauche ich auch nicht rein. Ne, dann sind wir da jetzt schon... Da sind wir schon wieder bei den normalen Läden. Hallöchen. Was bist du denn? Buncado Antiques. Ja, gehen wir da doch mal rein. Schauen wir mal einfach. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es der ist, sondern ein anderer. Es gibt zwei oder drei solche Läden. Ich meine zwei. Naja, wie gesagt, schaden kann es nicht. Schauen wir mal einfach. Ah, da bin ich richtig. Doch, doch, da sehe ich es schon links. Aber ich sage einmal guten Tag. Oh, Yoko. Yes, welcome. Ja, hallöchen. Na, wie geht's dir? Where's Oishi-san? Keine Ahnung, wo ich dich kenne, aber ist super. Grandpa is out on an errand right now. When will he return? I don't know. I see. I see, natürlich. So, was haben wir denn hier Feines? Das mag ich tatsächlich, ne? Dieses... In jeden Kackladen kannst du ja eigentlich reingehen. Es gibt wenige Sachen, die geschlossen haben, wo man gar nicht rein kann. Hier stehen ein paar schöne Sachen. Der ganze Laden ist ja so voll gestopft. Finde ich aber tatsächlich schick irgendwie. So, dann wollen wir mal schauen. Das brauche ich nicht, auch wenn es zugegeben sehr schön aussieht. Ja, sowas meine ich jetzt zum Beispiel. Ich kann den ganzen Mist sogar in die Hand nehmen. Ist total irrelevant. Ist nichts, was ich brauche. Ich kann damit auch nichts machen, außer es in die Hand zu nehmen, mir anzugucken. Aber das ist eben Liebe zum Detail. Und das mag ich. So, aber hier wird es jetzt nett. So, was meine, da ist Scroll of the Move Rising Flash. Das klingt schon mal prinzipiell nett. Oh, die werden aber auch teurer. Okay, 500. Scroll of the Move Mud Spider. Keine Ahnung. Scroll of the Move Crawl Cyclone. 1000. Oh, 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 die werden sehr teuer da vorne. Was ist das? Twin Swallow Leap? Ich meine mich erinnern zu können, dass der recht gut war. Scroll of the Move Tiger Storm 2000 und Arm Break Fire. Boah, wie viel Geld haben wir gerade? Jetzt gucke ich mal gerade ins Inventar. Wir haben 8420. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Großeinkauf. Ich nehme jetzt mal mit, was geht. Fangen wir mal bei den kleinen Sachen an. Ja, das würde ich gern kaufen. Can I have this? Yes. Thank you very much. This is the Scroll of Secrets. My grandfather said, read this in practice, and you'll become stronger. Das klingt super. Ich glaube aber, wir können uns gar nicht alles leisten. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt erstmal die teuren Sachen weg. Ah, kannst du da hinschauen, dass ich da dran komme? So, einmal den ganz, ganz teuren hier bitte. Hoffentlich ist der nicht zu komplex. Kaufen wir mal. Can I have this? Yes. Thank you very much. As my grandfather used to say, the enlightened can understand the value of this scroll. Okay. Na, wenn der das sagt, wird er schon wissen, wovon er redet, ne? Arm Break Fire, okay. Können wir uns ja gleich mal anschauen auch. Scroll of the Move Tiger Storm. Tigersturm, klingt super. Kauf den mal. Ja, 2000 haben wir wohl noch rüber. Can I have this? Yes. Thank you very much. You seem very enthusiastic. I'm impressed that you can read such difficult writing. Ja, ja. Eigentlich kann ich das gar nicht. Ich guck mir nur die schönen Bildchen an, aber die helfen mir. So ist das. So, bevor ich das ganze Geld verprasse. Was kostet der Rest hier? Schauen wir mal eben auf die Preise. Huch, 1000. 1000 und 1000. Wir haben nicht ganz alles, ne? Ja, Mist. Ach, hätte ich mir die blöde Kohle vorher nicht gekauft. Mann. Oder eine Kassette weniger. Ja, sehr intelligent von mir. Was haben wir da? Twin Blades. Den hatten wir ja schon gelernt. Gucken wir mal da rein. Auch den hatten wir. Rising Flash, jetzt wird's interessant.
Looks like a hand move. Hand move. Rising Flash has been mastered. Sehr, sehr schön. Tiger Storm, zeig mal. Ah, okay. Na gut. Schaden kann das auch nicht, auch wenn ich Würfe eher selten einsetze, hier bei dem Kampfsystem. Können sie aber definitiv nicht schaden, weil wenn sie gut sind, kann man direkt mehrere Gegner damit so ein bisschen umwerfen. Ein umwerfender Move quasi. Arm Break Fire. Und auch ein Throw Move. Oh, der sieht aber auch aus, als würde er ordentlich wehtun im Zweifelsfall. Armbrecher Feuer oder wie auch immer. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde er ordentlich zwiebeln und das ist natürlich dann sehr schön. Ja, dann merken wir uns das aber mal vor und kommen einfach ein andermal nochmal wieder und holen uns die anderen Spruchrollen auch noch. Jetzt haben wir es kurz vor 1 im Spiel. Ja, so langsam wird's was. Dann würde ich sagen, überbrücken wir jetzt irgendwie mal ein bisschen die Wartezeit. Irgendwie sollte da was gehen. Ich überlege gerade im Übrigen so für mich ganz alleine hier so. Ich hatte eigentlich jetzt vor, so ein, zwei Teile hintereinander weg aufzunehmen. Ja gut, jetzt ne, durch den kleinen Konsolenreset. Jetzt bin ich zwar gleich eine knappe halbe Stunde, ja, knapp über eine halbe Stunde jetzt dabei hier. Mit dem Teil, aber ja, ist ja ein bisschen was verloren gegangen. Ist natürlich blöd. Allerdings denke ich mir gerade so, ich möchte glaube ich erstmal nur diesen einen Part aufnehmen, den ihr quasi auch direkt ein paar Stunden später sehen werdet. Weil ich war einfach mal ein Wochenende lang ein bisschen faul mit den Aufnehmen, hatte einfach mal keinen Bock und habe meine Zeit hauptsächlich von Netflix und meinen 3DS verbracht. Aber auf die Gefahren, dass das Ding hier gleich irgendwann nochmal resettet, möchte ich darauf glaube ich verzichten und lieber erstmal ein bisschen meine Konsole testen. Zumal ich ja ein, zwei Tage Zeit habe, bis dann das nächste Video kommen soll. Lasst euch allerdings versichert sein. Ich gebe natürlich mein Bestes, dass hier nichts ausfällt, weil, ne? Also sollte mir jetzt meine Hardware hier so elendig verrecken, dann kann ich es natürlich nicht ändern, dann sage ich euch Bescheid. Aber solange es sich vermeiden lässt, wird hier nichts ausfallen. Zumindest nicht aufgrund akuter Faulheit oder sowas. Bevor ich euch hier in die Röhre gucken lasse, oder besser gesagt nicht in die Röhre gucken lasse, nur weil ich mal gerade keinen Bock habe, dann trete ich mir lieber selber in den Hintern und ziehe es einfach durch. Nee, da hat der Redmaker nämlich Anspruch an seinen eigenen Channel und möchte ja auch sein Content fleißig und pünktlich liefern. Sonst hätte ich nämlich keinen Upload-Plan auf meiner Infoseite, sondern würde einfach sagen, kommt wann ich Bock ab. Und da ich kommt wann ich Bock ab generell sowieso ein bisschen kacke finde, weil man das planen kann, wird das bei mir nicht passieren. Ja, ja. Ja, jetzt laufe ich hier eine Runde um den Block, einfach nur um Zeit totzuschlagen und quatsch mir hier irgendwie ein paar Brocken von der Seele. Ist aber auch schön, ne? So ein Schwank aus der Jugend oder so, kann ich jetzt gerade nicht erzählen. Was für ein Ding? Kickbier? Oder was steht da? Tatsächlich, Kickbier. Was macht man denn damit? Chuck Norris-Style die Kronkorken runterschießen oder was? Muss ich ja nicht wissen. Ist auch egal. Das hat ja keine Relevanz, wa? Tja, MJQ Jasper, die waren alle total nett. Da gehe ich auch so schnell nicht wieder rein. Ach, da gibt's auch Kickbier. Gibt's hier überall Kickbier? Ist das da? Ach nee, das ist nicht so ein Schild, das ist ein Postkasten, ne? Ja. Wieso fällt mir das eigentlich jetzt erst auf, dass dieser Postkasten... Ja gut, aus den Nähren vielleicht nicht mehr so krass, aber der erinnert mich gerade total an die Postkästen aus Zelda. Steht auch Post dran, das ist natürlich super. Ich glaube, Briefe kann man hier aber auch gar nicht verschicken, wäre mir zumindest neu. Naja gut, so, ich schlender jetzt aber schon mal zurück. 14 Uhr sollte es ja gleich dann da aufmachen. Hoffe ich zumindest, wehe wenn nicht. Ich will hier nicht noch weitere 20 Runden laufen. Je nachdem, wie das jetzt gleich läuft, bin ich allerdings dazu geneigt, erstmal nach Hause zu wandern, um da vernünftig zu speichern, weil ich habe ja diese Möglichkeit, hier so eine Resume-File zu machen. Jetzt kommt mein Aber. Wenn ich eine Resume-File lade, dann ne, bin ich zwar genau da, wo ich zuletzt aufgehört habe, aber sie wird in dem Moment gelöscht. Soll heißen, das, was wir jetzt hier bisher gemacht haben, ja, also einfach auch allein die Zeit, die investiert wird, sollte dann die Konsole resetten, dann ist der Spielstand weg. Und dann fange ich wieder bei Null morgens an, sozusagen. Darauf habe ich definitiv keinen Bock.
Also gehe ich da lieber die sichere Variante und sag dann, ne? Einmal nach Hause wandern. So, wir beobachten jetzt das Schild. Diese Tür wird sich auf magische Weise in eine nicht mehr geschlossene Tür verwandeln. In 3, 2, 2,5, 1, 3 Viertel, 57. Jetzt vielleicht. Jetzt, 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 jetzt. Sehr schön, jetzt. Jetzt ist im Übrigen auf. Wer hätte es vermutet? Wie unerwartet. Tattoo Parlor, na sieh an. Wo auch mal man den Hinweis herbekommen hätte, dass der da ist, aber wie gesagt, ich wusste es ja jetzt noch. Da scheiße ich dann mal einmal drauf. Authentisches Spielerlebnis, my ass. Tja, da sehen wir auch die ganz harten Jungs hier schon wieder. Die wir schon mehrfach Windel weich geklopft haben. Wird doch bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. So no one will mess with me. Yeah, like that schoolboy. Shut up! Ja, ja. He kicked your butt too. Ja, ja, der kleine Schuljunge. Huh? It's him! I'm out of here! Ja, tschö, Jungs. Na, ihr seid ja voll die Taffen. I'm looking for a guy named Charlie. He's over there. Charlie, so so. Wouldn't wake him, unless you want to get hurt. Ach, nicht? Ah, wisst ihr, wie beeindruckt mich damals dieser Schattenwurf an dieser Wellblechwand hat? Der hat mich so krass beeindruckt. So, ich muss was drücken. Okay, Finger hier, ne? Drückt eure Daumen. Das wird jetzt dramatisch. Ah, 3, 2, 1, go. Komm. Oh, Mist. Der war ja scheiße. Irgendeiner hat nicht die Daumen gedrückt. Ich weiß das genau. Weil an mir hat es nicht gelegen. So. Dürfen wir aber zum Glück nochmal machen. Also, auf geht's. Der andere Versuch ist nie passiert. Hab ich nie gesehen. So, los hier. Alter! Wow, wie schnell muss ich denn jetzt sein? Ja, echt mal. Du guckst, als hättest du gerade eine Cola getrunken. Rio, ernsthaft. Darf ich nochmal? Ja, ne? Na klar. Na komm. Tja, eindeutig der Falsche. I want to know about the cartel. I don't know. Ja? Why do you want to know? Der Rio hat gut für seine Arme. That's none of your business. Just tell me. Okay, let me go. I'll tell you. I'll arrange for you to meet some of them. Okay? Ja, klingt fair. You didn't need to rip my arm off. Nicht? Okay, so when? Tomorrow at 3. Wait at the arcade. Morgen um 3. Okay. I have your word. Yeah. You know what I'll do if you don't show. Ja, da ist der andere Arm dran, mindestens. Die Brille zerbröseln will er auch, Fiesling. Weißt du Bescheid? Ja, gut, ne? War jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber letzten Endes hat es doch geklappt, sehr schön. Ja, dann mache ich jetzt aber, wie gesagt, wie ich gerade schon angekündigt habe, mal eben den Weg nach Hause. Tja. Ne, da fehlen jetzt tatsächlich ein paar Hinweise eigentlich. Frag mich nicht, was ich da jetzt genau hätte machen müssen. Ist ja auch egal. Meet Charlie at the Arcade tomorrow 3 PM. Das kriegen wir hin. Also in knapp 24 Stunden. Und bevor ich jetzt hier 5 Tage in der Stadt rumrenne, ach nee. Ach was. Na hallo. Nozomi, what are you doing here? Class just got out. You shouldn't be around here. But I was looking for you. Oh? My friend said she saw you down here. Ach was. Wie süß. But why? Today we had our college orientation, but you weren't there.
Ich glaube, Schule ist gerade nicht so ganz das, was Ryo interessiert, meine Liebe. It's about time you started studying for the entrance exams. Yeah, I know. I'm worried about you. And with exams... I'll be fine. Ryo, I understand what you're going through with your father and all, but... We can talk about it later. Promise? Yeah, it's dangerous here. You should go home. See you later. Naja. So ganz checkt er das auch nicht, dass die vielleicht so ein kleines bisschen auf den stehen könnte, ne? Es kommt nicht so ganz bei ihm an, glaube ich. Nozomi seems to be worried about me. Ja, das ist, glaube ich, sehr freundlich ausgerückt. Ich würde eher sagen, die ist ziemlich knallhart nicht verschossen, mein Junge. Aber da checkst du ja nicht. So, wie gesagt, wie dem auch sein mag, ich spurte mal nach Hause. Ich glaube, der Part ist Reset hin oder her ja recht angenehm lang geworden. Oh. Ach, der ist schon wieder hier vorne an der Cola-Maschine. Du stehst auch öfter hier, oder? How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want a drink. Aber? But I don't have any change. Ach was, mal wieder. Na komm. Ich kann einfach nicht nett sein. You're really nice. Thanks. What kind of drink do you recommend? Tja, was möchtest du denn haben, mein Lieber? Das ist doch die Frage. Was haben wir ihm das letzte Mal ausgegeben? Einen Kaffee, ne? Was spendieren wir ihm diesmal? Komm, krieg da eine Cola. Sag mal, Junge, hat ja eigentlich schon irgendjemand gesagt, dass der Kittel irgendwie unvorteilhaft geschnitten ist? Ach ja, du bist ja ein Charmeur. Nimm einfach die Cola, wir sind halt zu nett. Oh, a little. You should come by again. And try Tao-san's special. Yes, please give my regards to Tao-san. Ja, ja. Sure thing. I'll say hi for you. Ja, ja. Irgendwann gehen wir mal wieder vorbei da. Irgendwann mal. Okay, I've got to go. Got things to do. Okay, see you. Thanks again. Nicht zu danken. Uns hat es ja eigentlich direkt auch nichts gekostet, weil Inisan ja uns immer nettes Geld gibt, ne? Kann man ja mal so rumsehen. So, wie gesagt, ich spurte aber mal weiter. Und ja, dann gehen wir einmal speichern. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann man dann, ja, also gucken wir dann im nächsten Video halt, ne? Jetzt nicht mehr diesen Teil. Wir haben ja natürlich viel zu früh, als dass ich schlafen gehen könnte. Das heißt, ich kann nicht direkt zum nächsten Tag schon mal rüberskippen, aber vielleicht kann ich ja bei uns im Dojo dann in der nächsten Folge mal ein bisschen auch trainieren. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist, glaube ich, auch von den Uhrzeiten abhängig, ob das geht oder nicht. Müssen wir mal gucken. Beziehungsweise ich kann auch mal schauen, mit ganz viel Glück ist sogar Fuku-san da. Das wäre dann ganz fantastisch, weil dann haben wir nicht auch einen Sparringspartner. Dann kann ich damit jemanden mal direkt da, ne, trainieren. Und das hieße nämlich, wir können mal ein paar der Würfe ausprobieren. Wir haben ja jetzt auch ein paar neue Moves. Klingt eigentlich nach einer nicht ganz verkehrten Idee, zumindest würde ich sagen. Aber bevor das soweit ist, erstmal nach Hause. Ja, miau, miau, ich höre es ja. Ja, ja, morgen kommen wir wieder. Morgen gibt es was zu essen. Machen wir alles. Machen wir alles. Wir haben ja auch ganz viel für dich noch. Keine Sorge, arme kleine Katze. So, aber erstmal nach Hause und eben speichern. Ne, Prioritäten. Wird aber ein ganz schön langer Part hier, du. Ich habe zwar ja schon mal gesagt, ich möchte einfach, damit man auch in der Story so ein bisschen vorwärts kommt, die Videos hier nicht zu kurz gestalten, wo es ja eben nur 3 Videos die Woche sind. Aktuell, aber ne, direkt eine Stunde ist jetzt auch ein bisschen viel sonst. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr, die ihr das so guckt, ihr könnt mir gerne da mal ein Feedback dazu dalassen. Ne? Wie ist das so? Wollt ihr kürzere Parts? Ist die Länge okay? Sollen sie länger werden? Keine Ahnung. Also ich denke mal, wie gesagt, eine Stunde muss ich nicht unbedingt hochladen, aber ich peile so mal grob die halbe Stunde sozusagen schon an. Jetzt sind es ja fast eine Dreiviertelstunde diesmal geworden. Was nicht ganz so meine Absicht war, aber in diesem Moment gerade einfach auch so passte. Wie gesagt, wenn ihr mögt, lasst mir da gerne mal einen Kommentar zu da, wie ihr das so seht.
mit der Folgenlänge halt. Also insbesondere jetzt halt bei Shenmue. Ist halt nur mal storylastig. 3 Videos die Woche ist halt nicht so viel. Deswegen dachte ich mir, ich mach's mal nicht zu kurz, damit ihr seht, wie es vorwärts geht. Aber ja. Ich richte mich ja da auch gerne nach euch im Zweifelsfall. Wenn ihr sagt, nee, ist viel zu kurz, ist viel zu lang, dann kann ich das ja alles ein bisschen anpassen. So, aber wie dem auch sein mag. An der Stelle mache ich dann hier mal eben jetzt auch kurz Feierabend. Ja, morgen gucken wir mal, wie wir noch ein bisschen Zeit totschlagen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, dann geht's morgen weiter. Morgen werden wir vermeintlich den Charlie treffen. Da bin ich dann schon mal gespannt. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder bei... Nee, nicht morgen, aber beim nächsten Teil. Ne, ganz genau. In 2 Tagen halt. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.